Dazu passt die Übung Wallwalking. Bitte wieder schauen, dass man guten Griff hat mit den Füßen, sonst wird es schwierig. Ich suche mal ein Stück Wand. Ist auch eine hervorragende Vorübung zur Brücke, wird behauptet. Müsst selber ausprobieren. Auf alle Fälle super Dehnung für den ganzen Brustbereich. Ist noch ganz was anderes wie eine passive Dehnung, weil man eben noch Kraft aufbaut. Sucht mal einen Abstand zur Wand, dass ich mich wohlfühle. Muss man sich einfach ausschauen, was habe ich? Puh. Halbe Körperlänge. Am Anfang mit Hilfestellung, dass einer unten ist und euch stützt, falls man umfällt. Griff müsste passen, Beine schulterbreit, können wir sie aussuchen. Das öffnet die Brust. Je näher die Beine an der Wand sind, desto schwerer wird's. Meine Hände waren jetzt ein bisschen rutschig. Die Wand ist ein bisschen rutschig. Das ist der schwerste Teil. Ja. Dann haben wir das umgekehrte Wallwalking. Ist auch eine Vorübung für einen Handstand. Sucht euch bitte ein Stück Wand aus, nicht weiß und möglichst keine schmutzigen Schuhe.